Liebe Community, liebe Mitbürger, liebe Funkfreunde, herzlich willkommen, egal wo auch geht, seht, steht, liegt oder bleibt. Mein Name ist Guido und ich bin Gründer der Initiative Deutschland funkt, Bürgernotfunk für jedermann. Wir haben ja bei uns im Kanal bereits ausführlich über das Thema PMR 446 gesprochen als Möglichkeit für den Bürgernotfunk. Wir haben auch das Thema CB-Funk ausführlich behandelt, sowohl mit den Koffern als auch einen Blick auf Antennen geworfen. Und es gibt noch eine dritte Anwendung, die für jedermann interessant sein könnte. Und auch die möchte ich euch eben heute mal vorstellen. Es geht um das Thema Freenet. Das Thema Freenet finden wir auch auf der Website hobbyfunk.de. Und zwar als eine von vier Möglichkeiten, wie sich ein Privatmensch in Deutschland mit dem Thema Funk beschäftigen kann. Wir schauen mal schnell in den Vergleich. Wo stehen wir denn mit dem Freenet-Thema überhaupt? Amateurfunk wissen wir, 750 Watt Sendeleistung, Distanz weltweit von Längstwelle bis zu extrem Höchstfrequenzen. Das heißt auch bis in den Bereich mit optischem Funk, sprich mit Infrarot. Alles drin. CB-Funk 27 MHz ist im Kurzwellenbereich mit 4 bzw. 12 Watt. Mindestens 40 Kilometer lässt sich mit einer vernünftigen Antenne auf jeden Fall erreichen. Mit einer richtig guten Antenne sind mit SSB 12 Watt Europa und manchmal sogar amerikaweite Verbindungen möglich. Das hängt hauptsächlich ab von der Sonne. Das Thema PMR 446 MHz, 70 cm Bereich, 0,5 Watt Sendeleistung, 500 Meter bis 5 Kilometer ist alles drin, hängt ab ganz stark von der Bebauung. Und das Thema Freenet, 149 MHz, 1 Watt Sendeleistung, eine Distanz von 10 Kilometern ist jetzt nicht wirklich ungewöhnlich, hängt natürlich auch wieder davon ab, wenn man in einer Großstadt wohnt, wirklich wie Berlin oder so, dann sind keine 10 Kilometer möglich aus dem Hochhaus raus. Es ist ein dritten Stock Hochhaus, Blick auf den Innenhof, Blick auf andere Hochhäuser, keine Chance, braucht man nicht drüber reden. Aber dennoch die Frequenz, das 2 Meter Band und die erhöhte Sendeleistung im Gegensatz zu PMR bringt uns mehr Reichweite. Das sind auch die Vorteile. Ich habe mehr oder weniger störungsfreies Funken. Ich habe keine Kosten, eine höhere Reichweite. Ich kann das Ganze mit über Gateways noch verbessern, beziehungsweise darüber reden wir gleich noch. Und es gibt Dualbandgeräte, die beides können, PMR 446 und Freenet. Und ich habe nur 12 Kanäle und es ist ein wirklich übersichtliches Geräteangebot. Darüber reden wir dann auch gleich nochmal. Werfen wir einen kurzen Detailblick auf Freenet. Ist eine Sprechfunkanwendung für jedermann. Diese ist geregelt über die sogenannte Verfügung 60 von 2019. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Allgemeinzuteilung für Frequenzen, Frequenzbereich 149,018 bis 149,118. Und in diesem Bereich sieht man, sind 6 Kanäle definiert. 149,025 bis 1125. Das heißt, es wäre noch Luft nach oben hin für weitere Frequenzen. Das hängt aber damit zusammen, dass diese Frequenzen hier mit analogen Sprechfunkbetrieb und digitalen Sprechfunkbetrieb, man sieht es hier nochmal, belegbar sind. Und hier gibt es tatsächlich mehr Kanäle. Es gibt insgesamt 12 Kanäle. Die sind aber ausschließlich für die Nutzung in digitaler Modulation oder digitaler Sprache möglich. Wenn man an der Grenze zu Belgien oder Polen wohnt, sind das 0,5 Watt. Da muss man dann die Sendeleistung reduzieren. Und ansonsten, ganz wichtig, es dürfen keine schädlichen Störungen bei Frequenznutzung der Nachbarstaaten auftreten, denn diese Regelung mit dem Freenet-Funk ist tatsächlich eine europaweit einzigartige Lösung. Es gibt kein anderes Land, in der diese Frequenzen dem Hobbyfunk zugeteilt wurden. Interessant ist, wenn man das Ganze jetzt durchliest bis zum Schluss, das könnt ihr irgendwann machen, müsst ihr aber nicht,
Wenn man das Ganze mal bis zum Schluss durchliest, wird man feststellen, das Wort Freenet taucht überhaupt nicht auf. In der Verfügung der Bundesnetzagentur taucht das Wort Freenet kein einziges Mal auf. Es hat sich irgendwann im Laufe der Zeit gebildet und daher kommen jetzt auch ein bisschen Probleme, weil ein Internetprovider hat einen Dienst namens Freenet angeboten, neuerdings. Der ist wahrscheinlich sogar namenstechnisch, produkttechnisch, markentechnisch geschützt. Möglicherweise wird der Name Freenet irgendwann mal verschwinden müssen. Wir werden es sehen. Am Anfang gab es eine ganze Menge Einschränkungen, weil man gedacht hat, das Ganze setzen wir ein als billigen Betriebsfunk auf einer Baustelle. Deswegen gab es auch so Scherze wie automatische Raussperren und dergleichen. Aber man hat das alles inzwischen abgeschafft und die Verfügung ist also relativ kurz. Man kann relativ viel machen mit diesen Geräten. Und nur mal ganz kurz, was es überhaupt für Geräte gibt. Ein Beispiel für ein Handfunkgerät. Das Problem ist, es ist wahrscheinlich das einzige Freenet-Handfunkgerät, was überhaupt heute auf dem Markt zu finden ist, wäre das hier, das TeamTecom IP3. Ihr seht, der Preis ist um einiges mehr als für ein PMR4-Funkgerät, aber es sieht auch relativ robust aus, muss man mal ganz klar sagen. Ne? Also das ist hier ein geschlossener Klotz, den kann man auf der Baustelle in den Dreck fallen und dann passiert einfach nichts. Genauso hat man das Thema nämlich auch designt damals. Und es gibt noch ein Handfunkgerät, über das ich gleich noch mehr reden werde. Und aber das Wunderbarste an der Geschichte wirklich ist, es gibt inzwischen auch Mobilfunkgeräte für den Bereich Freenet. Das ist ein TeamTecom Micovox. Schauen wir mal. Team Micovox Freenet. Und das hier hat nämlich eine Antenne, die ist abnehmbar. Ein Magnetfuß, den kann man aufs Autodach machen. Und bisher waren nämlich alle Freenet-Funkgeräte die Antennen nicht abnehmbar. Das ist schon mal ein erstes Gerät der allerneuesten Generation. Hier ist in diesem Set ein Magnetfuß dabei, kann man direkt aufs Dach machen und alles ist gut. Und man hat vor allen Dingen dann eine höhere Reichweite. Natürlich zahlt man dann auch einen höheren Preis, das ist ganz klar. Aber das ist es wert, muss man mal ganz konkret sagen. Das war's zum Thema Geräte. Zumindest der Theorie nach. Und ich zeige euch jetzt einfach mal ein Freenet-Funkgerät. Den Daten, die wir gerade eben gesehen haben, müsste das ja ziemlich groß sein. Hat große Leistung, hieß es, große Sendeleistung und so weiter. Nein, das ist ein Freenet-Funkgerät. Nichts anders. War mal als Vergleich meine Hand dazu. Ja, also es ist ein wirkliches Handfunkgerät. Und dieses Funkgerät ist ein besonderes, das habe ich vorhin bei der Gerätebeschreibung ausgelassen, weil es ist meines Wissens nach das offiziell einzige Handfunkgerät, was PMR und Freenet in einem Gerät vereint. Das ist das Team TECOM Duo C. Es gibt dieses Gerät auch noch in der Variante Duo H. Dann ist es ein Amateurfunkgerät, H wie Ham Radio. Wenn man die Variante H hat und keine Amateurfunkgenehmigung, darf man damit nicht senden. Wenn man diese Variante hat, die Variante C, und man hat keine Amateurfunkgenehmigung, darf man damit senden, weil, wenn wir es einschalten, kommt erstmal kommt die ganz große Überraschung. Schalten wir mal ein. Eingeschaltet. Kanal 2. Es ist das erste Funkgerät meiner über 35-jährigen Amateurfunk, Hobbyfunk, sonstigen Funkkarriere, das Deutsch mit mir spricht. Es ist unglaublich, habe ich noch nie erlebt. Normalerweise ist Sprachausgaben sind heutzutage normal. Englisch kein Thema, Chinesisch in der Regel auch, also Mandarin, Kantonesisch, ich weiß es nicht, welche Sprache es tatsächlich ist, aber die Geräte werden nun mal in China produziert. Aber dieses Gerät spricht Deutsch. Es hat interessanterweise einen Moment. Kanalzuglauf. Vorrang Kanalzuglauf. Box. Strom. Rauschsperre. Es hat einen lustigen Akzent, der lässt sich dadurch erklären, dieses Gerät
Die Firma Team sitzt mittlerweile in Österreich. Ich weiß nicht, ob sie immer schon da war, aber die Firma Team Elektronik sitzt in Österreich. Das zeigt das Geräteetikett. Und ich gehe mal davon aus, dass diese Sprachdatei, die hier hinterlegt ist, ein Kollege, ein Mensch aus Österreich aufgenommen hat. Auch wenn er Hochdeutsch gesprochen hat, ganz klar, war Hochdeutsch keine Frage. Aber den Dialekt, den Akzent, den konnte er nicht verbergen. Gut. Deutsche Sprachausgabe, ganz toll. Für blinde Menschen ist das eine super Sache. Und ansonsten ist dies ein Handfunkgerät wie jedes andere auch. Ihr seht es aber schon, es ist ein wenig robuster. Es macht zumindest mal einen robusten Eindruck. Wenn man sich das mal anschaut hier, das, was hier auch so komisch leuchtet, diese Farbe hier ist tatsächlich grün. Der Vorderteil des Gerätes ist grün, der Akku ist schwarz. Apropos Akku, der Akku lässt sich einfach so herausnehmen. Dann habe ich das Ganze in zwei Teile. Hier sieht man auch ganz deutlich, dass dieses Gerät sein Geld wert ist. Es kostet um die 120 Euro. Es sind immerhin zwei Funkgeräte in einem, darf man nicht vergessen. Aber es ist sein Geld wert, weil hier ist ein Metallgehäuse, sprich, das ist eine Abschirmung. Ja, da kann man davon ausgehen, die Funkwellen sind gut abgeschirmt. Alles, was sich in diesem Gerät hier verbindet. Der Akku 7,4 Volt, 1600 mA, könnte ein bisschen mehr sein, keine Frage. Aber ich denke, damit kommen wir schon aus. Eingesetzt, eingerastet, eingeschaltet. Gerät eingeschaltet. So. Das kann man nicht besonders, das habe ich schon mal ausprobiert. Man kann es nicht gut sehen in der Kamera, das blendet zu stark. Auf jeden Fall, jetzt kann man es ein bisschen besser erkennen. Das Gerät bietet zwei Kanäle gleichzeitig im Display und ich kann hier umschalten. Ich habe jetzt den Freenet-Modus. So, das ist jetzt Freenet. Und jetzt schalte ich um auf PMR. Man hört jetzt nichts mehr, weil ich habe jetzt hier gerade kein PMR-Funkgerät zur Hand. Ich hätte den Empfänger, damit könnte ich es empfangen, aber mache ich jetzt nicht. Schalte wieder zurück, Freenet, und wir sind wieder zurück auf Freenet. Das heißt, ich kann per einen Tastendruck zwischen dem Frequenzband UHF, PMR und VHF Freenet wählen. Das Ganze ist ansonsten menügeführt über diese Tastatur hier. Und hier ist die Sendetaste. Hier dieser Knopf ist dazu da, die Rauschsperre zu öffnen. Das heißt, wenn man den Verdacht hat, man hört nur starke Signale, man hört manche Signale nicht, macht man mal die Rauschsperre auf und hört mal rein, was sich tatsächlich auf der Frequenz tut. Und an der Seite hier ist noch eine Lasche. Da habe ich eine Doppelbuchse. Da kann ich, Moment, hier so ein Kabel einstecken. Hier so ein Kabel einstecken. Daran könnte jetzt ein Mikrofon hängen. Ich habe leider keins da. Deswegen habe ich jetzt ein anderes Kabel genommen, was einen ähnlichen Stecker hat. Das ganze Gerät kann ich mit einer Programmiersoftware verwalten. Ich kann also die Speicherbelegung ändern. Im Moment sind die ersten 6 Kanäle mit Freenet programmiert. Die ersten 6 Kanäle mit Freenet programmiert, die anderen mit PMR programmiert. Kann man alles ändern. Man kann auch verschiedene Sachen ändern, zum Beispiel die Beleuchtung. Man kann die Sprachansage abschalten. Man kann Roger Piep einschalten. Man kann also eine ganze Menge mit tun mit der Programmiersoftware, muss aber tatsächlich nicht sein. Die kostet nochmal einen 20er extra. Muss ich nicht empfehlen. Muss einfach nicht sein. Eine Besonderheit dieses Gerätes ist noch, diese Antenne ist nicht abnehmbar. Die ist verklebt. Als dieses Gerät auf den Markt kam, stand in der Verfügung der Bundesnetzagentur tatsächlich noch drin, die Geräte müssen mit einer fest angeschlossenen Antenne ausgestattet sein. Oder die Antenne muss fest mit dem Funkgerät verbunden sein. Braucht man nicht mehr. Das Gerät ist jetzt schon ein paar Jahre auf dem Markt, hat sich aber bewährt und wurde deshalb nie vom Markt genommen. Und es wurde auch kein... Ich glaube, es gab mal einen Vorgänger hiervon. Das ist, glaube ich, inzwischen schon die zweite Variante von dem Duo C.
hat sich auf jeden Fall bewährt, ist ein sehr beliebtes Gerät, tatsächlich auch bei Funkamateuren und bei jedem, der kein Funkamateur ist, aber eben keine zwei Funkgeräte mit sich rumschleifen will für PMR 446 und Freenet. Ich empfehle es euch auf jeden Fall. Ihr habt im Bürgernotfunk dann tatsächlich zwei Möglichkeiten, euch zu verständigen. Ihr habt, auch wenn ihr nicht bürgernotfunkmäßig unterwegs seid, es ist keine Katastrophe, ihr wollt tatsächlich mal aus Spaß an der Freude funken, kann ich euch das auch nur empfehlen, weil auf 70 cm 4 PMR 446 ist die Verständigung in einem nassen Laubwald problematisch. Die kann schon nach wenigen hundert Metern aufhören. Und bei Freenet ist das nicht der Fall. Ihr habt eine größere Reichweite. Und ich habe aus diesem Grund Freenet schon ein paar Mal Tierrettungsdiensten als Funkanwendung empfohlen, weil wenn man sich eine Leitstation zum Beispiel irgendwo hinstellt in einen PKW, das Mobilfunkgerät, was ich euch vorhin gezeigt habe, die Antenne oben aufs Dach, dann habe ich eine riesengroße Reichweite, wenn die irgendwo auf Anhöhe steht und mit einem PMR-Funkgerät und tatsächlich einer, naja, halbwegs vernünftigen Antenne. Zumindest ist die Antenne für PMR sehr gut. Muss man mal ganz klar sagen, die Antennenlänge ist ziemlich in Ordnung. Für 2 Meter für den VHF-Bereich wäre solche eine Antenne etwas besser geeignet, weil das ist nämlich tatsächlich von der Länge her schon ein Lambda-Viertelstrahler. Aber man kann diese eben nicht tauschen offiziell, wir müssen damit leben. Aber trotzdem erreiche ich hiermit eine vernünftige Reichweite, gar keine Frage. Wie gesagt, meine Empfehlung an euch, wenn ihr euch ein Funkgerät kauft für den Bürgernotfunk und ihr habt ein bisschen über 100 Euro übrig, bitte das Team T-Com Duo C. Ich habe euch das Gerät vorgestellt, ich habe euch gesagt, wo es sich einordnen lässt im Bereich der Funkanwendungen und kann ich nur sagen, macht's gut. Schönen Dank. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielleicht hört man sich irgendwann irgendwie irgendwo einmal. Ciao, tschüss, cheerio und bye bye. Es bedankt und verabschiedet sich euer Guido. Bis dann.